Session im Europa-Garten. Zuerst im Railline, was wir oben anfangen. Railline besteht prinzipiell aus zwei fahrbaren Lines, einer Medium- und einer Flowline. Die Medium-Line beginnt mit einer Hub-Netbox, 9 Meter, gefolgt von Wallride Spine. Danach kann man weiterfahren auf unsere Uphole, wir sind im Cap-Hole. Weiter geht's auf unsere Wallride, die man in alle Seiten und Richtungen fahren kann, gedenklich. Und zuletzt, zum Abschluss, gibt es einen Step-Up, Step-Down. Und ganz am Schluss, wie in jeder Line, immer wieder. Die Flowline besteht aus 16 Meter Kingrail, 1 Meter Gap, gefolgt von 9 Meter Downrail. Langen 80 cm breiten Highbox. Danach geht es weiter auf 9 Meter Flatter und Flatbox und zu guter Letzt auf eine 9 Meter Kingbox und zum Abschluss auf die Pyramide. Start in den Tag, Augsburg ist heftig gejippt. Aber jetzt ziehen wir weiter in unsere Vierer Kickerline und werden dort noch ein wenig Airtime sammeln. Die Kickerline besteht aus, wie schon gesagt, vier Kickern. Der erste ist als Step-Down gebaut, das heißt man springt von ziemlich weit oben in die Lampe nach unten. Der zweite Kicker ist mehr ein Step-Over, das heißt die Tailkante ist über der Abtrunghöhe. Danach geht es weiter auf den dritten Kicker, der eigentlich als klassischer Roller konzipiert ist. Und gefolgt wird das Ganze noch vom letzten und vierten Kicker, der einfach wieder als normaler Kicker gebaut ist. Die Absprungweiten in der Medium-Line liegen zwischen 8 und 10 Metern, würde ich sagen, und in der Pro-Line zwischen 13, 14 bis 16 Metern.